Name ist Christoph Helmold, ich bin ehrenaktiver Mitarbeiter hier im PS2-LKW Urus in Einbeck. Wir haben einen Goliath-Yachtwagen. Dieser Goliath-Yachtwagen wurde gebaut damals für die Bundeswehr. Da gab es zum einen den Typ 31, Goliath-Typ 31. Der war in der Erprobung, hat es der aber nicht geschafft. Das Folgemodell Typ 34 wurden insgesamt knapp 100 Fahrzeuge von gebaut. Die letzten 60, die ausgeliefert wurden an die Truppe, die haben dann auch, wurden dann halt dort benutzt, hat es aber wirklich nicht weiter geschafft. Danach wurden dann der Munga wurde genommen, weil der Goliath hatte durch Motorprobleme, hat der Bundeswehr das nicht gefallen und so hat das halt nicht geschafft. Mittlerweile ist es ein ganz, ganz seltenes Fahrzeug und wird im Internet sehr, sehr hoch gehandelt. Man munkelt was bei 100.000 Euro. Teilweise richtig gut zurecht gemacht. Also Goliath, das Yachtwagen ist schon eine richtige Rarität. Und da gibt es wirklich.